Ich bin nicht drauf. Ich bin Doch, nie ich habe drauf. gerade angefangen. Ja, ist mir doch egal. Hallo Leute, ich bin's, euer Suppel-P. Ihr Deppen. Soll ich gerne rauchen? Bis später. Uhu, ihr Deppen. Super Begrüßung. Ja, das ist echt Martin, der hat so Style. Oh, ich sterb gleich schon wieder. Ha. Ja. So. Bisschen Minecraft-Stream. Hast du es überlebt? Hab ewig Nut bekommen. Ich bin Oder sind wir stolz ewig auf Lob bekommen? dich. Ich bin so stolz auf dich. Danke, danke. Als Belohnung darfst du bei uns Minecraft mitspielen. Müsst ihr dann die ganzen Mods installieren, so da hab ich echt gesagt. Das Keinen Bock drauf. dauert nicht lange. Wir haben Ja, Launcher. Bugs. Wir benutzen den FTB-Launcher. Den lädst du runter, startest den, dann startest du einmal das Pack. Dann machst du das Minecraft wieder zu, aktivierst ein paar Mods und startest den wieder. Viel zu stressig. Nee, du bist nur faul. indeed. Und alle auf Twitch, die das irgendwann mal gucken, wissen das jetzt so. Das ist kein Geheimnis. Ja. Ach, ich sollte vielleicht auch Dingens ändern. So. Twitch TV. Ja, daran muss ich mich noch gewöhnen, dass ja in Twitch TV auch immer das umstellen. Okay. Ich muss echt sagen, jetzt auf die Mann. Idee zu streamen, statt einfach aufzunehmen. Hatte ich schon länger die Idee. Und warum machst du's? Weil Spaß. Das ist einfach FTB. leichter. Das ist leichter unter anderem. FTB Ja, bezeug mich Mine. mit der Faude, ist klar. FTB an Leashed. User wasted to Hallo. your channel. Ah, hallo. Ein Hi. Minecraft ist gecrashed, warum So wieder da. auch immer. Weiß nicht. Baby. Aua! Aua! Ich musste mich gerade eben auf einem Baum verstecken, weil mich so ein paar Monster verfolgt haben. Nur so als Nebeninfo, ich stream das jetzt auf Twitch. Wieder egal, ob du das streamst. Ja, du hast auch Baum. nicht gemeint, ich meinte Haruka. Also, ja, ich muss und? jetzt. Gib mir mal einen Link, kann ich zugucken. Jawohl, hörst du dich doppelt und dreifach, das ist doof. Ich kann den Ton ausmachen, ist ja kein Achso, ja, Problem. das stimmt, ja, das kannst du Moment. auch. Ja, Moment. Jetzt mal Minecraft ein bisschen Dann mehr. kann ich mich wenigstens mit den Zuschauern unterhalten nebenbei. Mit den Zuschauern. Ich bin noch, ich hab das Die ge zwei Leute, die da zugucken, Wenn das ist ja überhaupt nicht. der zugucken. Ja, der, doch, der Jim wird mit Sicherheit zugucken. Hallo, ich Hallo, bin ja. dabei, da brauche ich das doch nicht schauen. Zuschauer ist Zuschauer, oder? Hey. Nee. Ich habe gestern das erste Mal eine Stunde lang gestreamt und daher. Wie viel Zuschauer hattest du? Laut Punchy stand da 4. Ja? Ja, viermal Punchy, Nee, oder was? einmal Punchy und die anderen drei, keine Ahnung. Nee, einmal war ich, weil ich dann selber geguckt hatte, da stand dann 4 und zwei andere, von denen wir keine Ahnung haben, wer das war. Ach Vielleicht so, ja. hat er meinen Chatline, also ich habe ja Hexchat, womit ich in den Chat gehe, vielleicht hat er den mitgezählt. Weiß ich nicht. Aber dann bleibt immer Mitgezählt. noch einer über. Ja, das war zweimal Punchy. Ja, bestimmt. So, ho, ho. Wo ist Minecraft? Lade hin hier. Ja, meine hat ist euer auch gecrashed? Nö, was stand denn da? Ja, bei mir stand hier Minecraft crashed. Ja, da steht meistens auch ein bisschen mehr. Ich bin einfach nur rausge. Nein, will ich nicht, danke. Ich bin einfach nur rausgegangen, weil ich dem Ding Scheißding bei meinem Arbeitsspeicher zugesichert hab grad. Als diese komischen 1 GB, die lohnen ja gar nicht. Wir haben jetzt weniger Bären, Martin. Was haben wir? Wir sind jetzt, haben jetzt weniger Bären. Ah, scheiße, da ist ja noch einer. Gleich haben wir gar keine Bären mehr. Was hast du denn da? Ja, du kennst doch, wir haben so ein super Glück mit Creepern. Ja, vor allen Dingen komischerweise hier ist es ganz extrem jetzt, ne? Es ist, glaube ich, weil wir Wirklich. im Wald sind.
Ja, ich glaube, wir müssen mal hier Rodung 3000 anschmeißen oder so, den Wald. ich brauche mal hier eine Swarmcraft-Axt oder sowas hier. Warum ist sonst zu lange? Ja, oder wir machen irgendwann mal hier so ein Schutzschild. Also weißt du, was ich mir mal überlegt habe? Also wir ja eine Burg bauen wollten, mal irgendwann, ne? Ja. Vor 100 Jahren. Ja. Ich hab mir mal was überlegt. Und zwar, wenn wir das so weiter behalten mit den Mods, die wir jetzt hier haben. Ja. Dann würde ich den Graben nicht mit Wasser ausfüllen, sondern mit diesem komischen Giftzeug, was da ja gibt. Oh ja, yeah, die ist cool. Weil das ist richtig cool, glaube ich. Weil wenn du nämlich reinfällst, hast du ein Problem. Ja. Haru, du wolltest gerade was sagen. Ich hab so lange schon kein Minecraft mehr gespielt. Ich muss erst mal gucken, wo welche Tast. Sehe ich denn aus? Oh mein Gott. So, wo seid ihr? Nee, mach mal nicht wir so. Wir sind dicht, bei, schreib dir das nochmal im Chat, ist einfacher. Musst du 224. Nee, nicht so ganz. Ah, verdammt. Scheiß nur im Block. Ja, so sieht gut aus. Wenn ich da hin muss, wird's echt schwer. So, da. Die Richtung. Oh. Ein Blubbi Blub. Da habe ich ein ganzes Stück zu laufen. Ja, ja, hast du. Also wir sind auch, glaube ich, eine Stunde oder so gelaufen. Oh, was? Nee. Ja, halbe Stunde. Also, jetzt hier anfangen, eine Stunde zu laufen, oder was? Nee, aber wir sind... Minuten oder so. Ey, du kannst auch selbstständig was aufbauen. Du musst nicht unbedingt zu uns laufen. Alter, wie geht denn jetzt hier mein Päckchen auf, wo ich meine Sachen bauen kann? Ach, mit E. Ja. Mit E. Oder mit Tab, wenn man es ändert, wie ich. Ja. Oh. Ja, du bist ja auch ein Bobmann. Ja, ich hab das mit Tab. Das wird mich voll aufregen. Mich auch. Ja, ich hab mich das angewöhnt, weißt du? Das ist besonders schlimm, wenn du ein anderes Spiel spielst und dann spielst du wieder Minecraft und suchst du, wo das Inventar aufgeht. Ja, deswegen habe ich es ja Tab. Ich habe seit letzter Zeit ein bisschen länger Diablo gespielt und habe die ganze Zeit C gedrückt. I, wo geht das scheiß Inventar auf? Deswegen habe ich es ja auf Tab, weil die meisten Sachen irgendwie mit Tab halt funktionieren. Ja, Tab ist eigentlich Standard. Dingensliste, das hat man ja bei ganz vielen Shootern auch so. Ja, Tab ist eigentlich meistens nicht das Inventar. Nein, aber das ist meistens halt dieses Playlist halt, diese Playerliste. Und die habe ich ja hier auf E gesetzt jetzt. Ein Stick unten und dann das, was du auch sein soll, da drüber. Zwei Stück. Ja. Du kannst auch, du hast ja dieses NEI, wenn du da unten in das untere Textfenster was eingibst, und dann sollte das dann eine Seite auftauchen. Ich habe keine dicke, fette Spitzhacke. Jetzt eine dicke Fett. Ach nee, wir brauchen erstmal Lava, ne? Richtig. Ja, los, wir müssen da runter. Nee, nicht da hinten lang. Hierher. Ich muss erstmal was essen gehen. Achso, ich auch. Verdammt. Da hier vorne sind Schafe. Ich hole mir jetzt Schaffleisch. Ja, ich hab doch da hinten schon was angepflanzelt. Ja, Schaffleisch. Das dauert. Wirklich? Ja, wir haben Schaffleisch. Ja, wir haben Schaffleisch. Ist eigentlich an sich auch unlogisch, dass sie kein Fleisch droppen, aber Schaffleisch. Darf man nicht. Schafe sind zum Anschauen da. Nein. Nein. Ich bin eine Art Haustiere. Eine Art Haustiere. Du bist auch so ein Haustier, Jim. Oh, das sind neu. Ich muss auch noch rausfinden, wie der Knopf für den Hutmod ist. Unbedingt. Ja, warte, ich guck mal. Bäm. Ich nicht weglaufen. Oh. Ich glaube, ich sollte man das hier sowieso alles ändern, ne? Also das. Nee, das. Ja, nee, das mache ich aber später mal morgen oder so. Das da. Nee, da. Das weiß ich noch nicht. Das ist da. Das ist da. So. Jetzt muss ich hier durch die tiefste U-Bahn. Ja. Sind wir auch gestapft. Haben wir da keine Löwen begegnen oder? Nee, sowas. Nee. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe.
Ah, da habe ich jetzt das gefunden. Das ist cool. Mal ein bisschen Minecraft-Musik reinhauen. Los. Das da. Auch wenn Minecraft-Musik nie kommt, weißt du? Ja, ich weiß. Ich habe jetzt, hab jetzt endlich den Knopf gefunden, wo man halt wieder die Dings mit ändern kann. Die Dings? Ja, diese komische Liste da oben. Also diese Anzeige da. Wo World of Warcraft style-mäßig aussieht. Okay. Super. Ja, so ungefähr. Will aber den cool Hetzmod wissen. Ja, den suche ich gerade, verdammte Scheiße. Der Hetzmod ist viel interessanter. Auch alle nicht. Weiß nicht, keine Ahnung, find die Taste nicht. Ich hab jetzt, glaube ich, alle Tasten durchgedrückt, die ich auf der Tastatur hab. Mal aus. Glaube ich dir irgendwie nicht. Ja, ja, ich probier's gerade aus, verdammt. Karte. Auch nicht. Was ist das hier eigentlich? Trash, das ist auch nicht, das auch nicht. Das. Das. Der Wegpunkt. M, N, B, V. V ist es. Mua. V? Ja. Ja, Tatsache. Ich hab Kakaobohnen. Okay. Ja, so. Bam. Was hast du denn für einen? Grünen Hut. Einfach nur ein Helm. Ich hab einen Soda. Ja. Ja, ich weiß. Hab ich schon gesehen. Hast du Vision? Nee, ein Soda. So, weißt du, so Bierhelm, mehr oder weniger. Boah. Oh, jetzt kommen hier Zombies, Alter. Weil das irgendwie ein bisschen an die Wasserflaschen von Kaninchen und so weiter erinnert. Ja, guck doch. Ja, ja, ja guck doch. Ha, okay. Ja, ja, ich guck im Livestream. Genau. Ich muss das anschauen, aber ich bin in-game. Ich muss doch spielen. Du musst doch die bösen Horden der Hölle killen. Nils, du müsstest eigentlich auch nebenbei offen haben, damit du mit den Leuten auch schreiben kannst. Hab ne? ich, hab ich. Ah, alles klar. mit den zwei Leuten, die ich hab doch Hexshit offen, hab ich doch erzählt. Achso, ja, stimmt, hattest du ja offen. Wie viele schauen denn gerade schon den Stream? Einer. Keiner. Wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich hab den nicht auf. Das steht im Hexshit nicht. Oh. Im Hexshit stehen zwar die User, aber Punchy stand da zum Beispiel nicht drin, weil er keinen Twitch-Account hat. Okay. Und dementsprechend nur Gast ist und der stand da halt dementsprechend nicht drin. Nee, die stehen nicht, das stimmt. Gäste stehen nicht drin. So, gehen wir mal in die verlassene Schlucht, Höhle, meine ich. Loch. Und Höhle? Loch. Einfach nur ein Loch. Hast du Fackeln? Nee. Nein. Ja, hallo, als wenn ich mit Fackeln kommen würde. Ich habe auch keine Fackeln. Du bist normalerweise der Fackelmensch. Ja, ich habe keine Fackeln, ich bin gestorben. Ich fackel immer nur unsere Häuser aus und so, weißt du doch. Ja, ich weiß. Macht da dann immer Sonnengebiet draus. Ja, echt. Ey, komm, dafür sehen wir dann auch genug. Das stimmt allerdings. Oh, es leckt dich mehr, cool. Jetzt gucke, wie viel Speicher Minecraft wieder fressen tut. Und es geht noch. Ist ja noch okay. 800 MB noch was bei mir. Ja, bei mir sind es noch 500. Von 8 GB. So viel kann Minecraft. Also, ich habe gelesen, mehr als 3 soll sogar schlecht sein für Minecraft. Also, ich hatte also in meinem vorigen Singleplayer-Gedöns, sag ich mal so, habe ich Minecraft 7 GB, glaube ich, zugesetzt. Davon hat er irgendwie 6 benutzt. Ja, keine Ahnung. Also, obwohl in der Diskussion ging es um einen Server. Der Server, da soll er suboptimal sein, dem mehr als 3 GB zu geben. Das kann möglich sein. Ich mach gleich Fackeln, warte mal. Ich bin gerade am Kohle sammeln für Fackeln. Ich hab wieder Appetite gefunden, nur als Info. Oh, Appetite. Haben wir jetzt im Moment Ausmengen. Durch. Jede Menge von. Da drüber ist Eisen, das ist interessant. Dann bau doch ab. Bau mich da jetzt auf hin. Meine Spitzhacke ist kaputt. Fast. Ich geh mal reparieren. Ich hab ne stinknormale Eisenspitzhacke im Moment. Ja. Noch die Steinspitzhacke hier.
ich schleppe mir gleich so eine komische Workbench mit drei Steine oder so. Ja, kannst du machen. Brauche ich denn das Ding? Du brauchst diese Stenzelteile da hier. Diese Platten da, diese Holzplatten da. Weißt du, welche ich meine? Ja, ja. Und eine Workbench. Und dann erst die Workbench, also über die Workbench und dann darüber so eine Platte. Das müsste das Crafting-Rezept sein. Lass mich in Ruhe, du Spinne! Glaub mir, die sind noch harmlos. Wenn du irgendwann mal in Nether gehst, da sind noch andere Monster, die sind noch viel schlimmer. Mann, ich will keine Wolle von euch schaffen. Ich will was zu futtern. Oh nein, ein Creeper! Wir spielen ein übrigens Creeper auf normal, also... Ja, das ist egal. Lame! Creepers machen Aua. Genauso wie diese Bogenschützen. Boah, lass mich in Ruhe. Warum spielt die nicht auch schwer? Weil das unnötig aufregend ist. Okay. Wenn ich ein schweres Spiel haben will, dann spiele ich Dark Souls, ja? Oh, das ist was anderes. Aber ich glaube, wenn ich bei euch bin, dürft ihr mich nicht angucken, weil ich glaube, so wie ich aussehe, das dürfen wir nicht spielen. Ach, Quatsch. Ja, glauben wir. So, was habe ich denn? Bei 500. Yeah. Juhu. So, Martin sucht ja Lava. Ich würde jetzt weglaufen. Wie? Warum? Ich habe Creeper mitgebracht. Kommt keiner. Ah, die kommen nicht, nee, die kommen jetzt nicht. Boom, boom. Er hat sie jetzt für so ein Table gebaut. Ich komme an, ihr seid tot und werdet wieder am Anfang des. Nee, wir haben Betten. Ja, wir haben schon Betten. Ja, ich hab ihm gesagt, ich nehme so ein Ding mit. Au! Soll das? Also. Doch schwachsinnig. So, guck mal hier. Hier gibt's auf jeden Fall noch eine ganze Menge Appetite. Wenn du welches brauchst. Ja, so im Moment nicht. Was gibt's denn da noch? Ich guck grad. Gravelt. Gravelt ist immer gut, ne? Ich hab nicht damit gerechnet, dass wir auf so einer Höhe bleiben, dass wir jede Menge Appetite finden, weißt du? Deswegen dachte ich, ey, guck mal, da ist Appetite so. Mal vorsichtiger mitnehmen, so nach dem Motto, dachte ich. Ja. Ja, bloß verarscht mich gerade. Das ist echt eine unsichtbare Wand. Ja, so muss das. Mein Schwert ist kaputt. Meins ist auch kaputt. Kennt ihr noch die Türme in Akt 3? Ja. Ja. Da sind ja so Ebenen halt und da kann man eigentlich. Also optisch kann man da theoretisch rüberspringen oder auch heute rüber schießen, aber habe ich ausprobiert und dann ging meine Kugel instant kaputt. Oh, armes. Oh. Armes Tuk Tuk. Ich bin nicht stirb jetzt. Lass mich in Ruhe. Nein! Ah. Ah, das ist ein Zombie. Ich habe einen Schneeball. Ich habe keine Waffe. So, ich habe ein Hackebein. Ich kann dir. Ich habe einen Erdblock. Oh, da ist dein Freund Creeper. Ja, diese Superzombie. Ja, das ist ein Skelett. Ich gehe ins Haus. Ein bisschen Holz abfahren. Ja, du gehst ins Haus, ich gehe weiter. Aua. Und der Jams ist obs hier was short bei Skeleton. Na und ich gehe hoch beim Creeper. Ja. Im Nether gibt's auch Creeper jetzt. Die sind böse. Ja, okay. Ja? Ja. Ja, durch Mod. Oder? Durch Mod, ja. Würde sagen. Was machen die denn Feines? Sind genau wie Creeper, nur böser. Okay. Also sie gehen schneller hoch, machen mehr Schaden. Und alle und so weiter. Nice. Wenn ihr dann generell schwere Monster drin habt, dann braucht ihr auch nicht schwer spielen. Ja, wir haben da auch. Wir haben da auch. Hardcore-Gamer? Wir haben ja auch Hardcore-Minecraft spielen. Wenn, dann musst du richtig. Wir haben da ja auch. Was war das? Fledermäuse. Da ja auch drin. Fledermäuse sind Vanilla.
Ach so, ach, du meinst die Feuerfledermäuse. Ja. Oh, die sind böse. Oh, ja, die explodieren. Okay. Und die machen Fett, logisch. Und die machen dickfett Schaden. Ja. Ich hasse Regengeräusche. Die sind immer so laut. Ich muss irgendwas zu futtern finden. Ich bin tot. Ja, sterben tust du nicht von Hunger. Nur wenn du hungrig bist, dann, ja, hast du nur noch ein halbes Herz. Ja, ich habe nur noch ein halbes Herz. Ja, das ist schlecht. Ah, Zombie, lass mich in Ruhe, bitte. Ich bin fast da, ich möchte jetzt nicht sterben. Ich sehe da was leuchten. Ja! Ah. Oh, und lol. Ich weiß schon, wie dein Skin aussieht, ja? Szene auf der Minimap. Futter. Alter, bei euch laufen Zombies rum. Ja, ich weiß. Lauf ins Haus. Da ist eine Tür. Da liegt irgendwie Essen rum. Kann ich mir das nehmen? Ja, lauf ins Haus. Lauf ins Haus! Lauf ins Haus! Nein, oder? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ich hab gesagt, du sollst ins Haus laufen. Wow. Ich war gerade am Thron runterstellen. Nee, oder? Warte. Wenn ich den ganzen Bock nicht wieder los. Das ist ja. Was war nützlich eine halbe Stunde? Oh. Oh. Alter, lass mich drunter rein! Moment. Wieso lässt du mich nicht ins Haus rein? Ah, scheiße, jetzt ist der Zombie im Haus. Ja, du musst deinen Skin mal ändern eben. Welch? Ja. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, ändern eben. Er sieht ja aus wie Hitler. Oh Gott. Warte mal, da kann man das doch irgendwie auf einer Seite ändern. Ja, auf der offiziellen Seite von Minecraft. Ja, aber da gibt's ja bloß diese komischen Skins. Du musst ja irgendwo anders zuerst den Skin runterladen. Ja. Aber ich habe ja gesagt, ich muss mal Skin. Ja, ich habe nicht mit sowas gerechnet. Warte mal, soll ich nackig rumlaufen? Nee, das möchte ich euch auch nicht anschauen. Martin, wieso hast du da eine Holzdruckplatte hingetan? Wo? Oh. Bei unserem Haus. Das ist. Ja, weil ich eine vergessen hatte bauen. Doch. Und ist ja nur eine. Ich meinte, warum machst du keinen Stein hin? Warum? Ist doch egal. Ja, wir hatten gerade Zombies im Haus, weil da eine Fackel drauf gefallen ist, die ich beim Kampf gegen Zombies, die reingekommen sind, verloren habe. Ja. Natürlich. Solltest du die Fackel nicht verlieren, würde ich sagen. Natürlich. Nils, wir brauchen unbedingt eine Mistkopffeld. Dann sammelt Tintensäcke und Glas und ganz viele Sachen. Hab ich schon. Da waren schon welche. Ich habe schon welche gesammelt. Okay. Aber wir haben noch kein Papier, das ist das nächste Problem. Ja, dann sammelt Papier, los. Ok, ok. Ich bin ja jetzt an Lava, in Lava-Sucherei. Gerade. Und wenn ich meinen Skin geändert habe, muss ich mich neu einloggen, gell? Ja. 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 Nur einloggen oder Spiel komplett neu starten? Ich weiß es nicht. Start einfach komplett neu. Sicher ist sicher. Ich bin jetzt erstmal einfach nur ausgeloggt. Das sehe ich ja gleich unter L. Okay, ich muss das Spiel neu starten. Oh fuck! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Stirb schon, stirb, 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 stirb. Oh. Ja, das hat man ja schon jemand wieder mal wieder Glück. Ohne Ende. Oh mein Gott! Scheiße! Stirb! Oh, die Dinger sind auch nervig.
Allrounderin. Mann, mein Hexfeld backt schon wieder rum. Oder? Bist du Allrounderin? Okay. Ja, wobei Hexshot, das dauert immer eine Weile, bis der das dann registriert, dass jemand gejoint ist. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt der Fall ist. Hast du direkt geschrieben, nachdem du aufgemacht hast, oder? Nee, ich muss mich erst einloggen. Ja, ich will ja gleich sehen, ob da ein Join-Message kommt. Also ich hab aufgemacht und etwas geschrieben. Okay, ja, dann könnte das noch einen Moment dauern. Also gestern hat das noch funktioniert. Kann ich recht schön zugucken. Sehen, was ihr da für ein Bockwist kommt. Ach, wie dumm. Ich könnte eigentlich auch auf Follow drücken. Dann auf Share drücken. Reagiert Hexchat jetzt auch nochmal oder nicht? Doofes Hexchat. So, ich hab gehört, Asmodan will sterben. Eigentlich will er nicht sterben, eigentlich will er dich ja fressen. Mal schauen, ob ich da sterbe. Ah je. Das ist krass, wie viel Gold es einfach gibt, nur weil du Inferno clearst. Naja. Akt 2 hatte ich, wie viel Gold? 200k und jetzt bin ich Akt 3 Ende und habe 1,4 Millionen. Okay. Aber ich hasse den Twitch-Chat, ganz im Ernst. Down. Oh, ist er wieder gestorben. Ich nicht diesmal. Halt zwar nichts aus, aber Schaden mache ich wie Sau. Glaskanone. Jo, habe auch die Passive drin. Yeah, Aluminiumbeere. White Chocolate. Ja, das steht als Tooltip dran. Oh Mann. Kannst du mich noch einmal zu dir porten? Ja. Okay. Was brauche ich jetzt nochmal alles für ein Bettchen? Drei Holz und drei Wolle. Das habe ich gerade alles verloren, als ich draußen gestorben bin. Dein Skin ist immer noch nicht geändert bei mir. Du musst auch reloggen. Toll. Einmal mit Profis. Oh, guck bloß weg, Alter. Oh Mann. Bin ich jetzt anders? Nee, du bist noch nicht anders, Alter. Ich will in euch starten. Alter. Meine ganze Wolle ist weg. Alles. Ey, nur in den Kisten ist noch Wolle. Drei Wolle, gell? Dü. Dreimal Holz, gell? Drei Wolle, einmal, dreimal Holz. Also. Einmal? Dreimal, ja. Nicht viermal, bist du sicher? Ja. Kannst du schlecht vier Holz nebeneinander stellen? Ja, gehen tut alles, man muss es nur wollen. Na, das kann sowas, oder wie? Ja, genau. Hast du erfasst. Mein hübsches Wartebild. Yay, Benjamin Blümchen labert gerade. Dass sie echt die Synchro-Stimme von Benjamin genommen haben. Ja. Ja, im Moment habe ich es in meinem Wartebild drin, weil
Der liebe, liebe Minecraft reagiert beim Stream nicht, solange es nicht komplett geladen ist. Toll. Also es reagiert zwar, aber es wird nicht angezeigt im Stream. Daher muss ich Moment warten. Es geht nicht. Musst du unten auf als Bett eingeben und dann klickst du und guckst du nach, wie ein Bett gecraftet wird. Soll ich danach gucken, wenn ich Bett eingeben? Ja, dann muss man unten in der Liste, ist hast du ja so eine Textbox, wenn du dein Inventar aufmachst. Ja, habe ich angegeben. Ja, wenn du das Bett eingibst. Zeigst mir jetzt oben rechts das Bett an. Ja, und dann gehst du da rüber und klickst R. Dann müsste der dir das Rezept anzeigen, wie man ein Bett baut. Ah, gut. So. Tada! Und ist die Lavasuche schon erfolgreich gewesen? Nee, du, ich muss erstmal was anderes haben. Mein Schwert. Da sind einfach so viele Zombies. Was ist denn da? Ein Kopf? Achso, irgendwer hat einen Kopf gesammelt. Ja, ja. Bei meinem erbitterten Kampf gegen die Zombies ist ein Kopf gedroppt. Es gibt ja auch ein Schwert von T-Construct, wo was extra viele Köpfe droppen kann. Okay. Oh, Adolf Hitler. Guten Tag. Ey. Der sieht nicht so aus. Ein Führer. Aber jetzt sehe ich anders aus bei dir, oder? Ja. Bei mir schon. Er ist immer noch Adolf. Aber ich stream ja auch nicht, ist mir das dann egal. Ah, ich nehme mal das Steinschwert da, ist erst egal. Ich brauche Eisen. Ich habe Eisen. Ich habe jetzt auch 3 Eisen, das reicht mir. Ich habe 49. Nee. Halt, ich muss noch Stöcker machen. Keine Ahnung. Ja. Stell mal ein Bettchen. Ah ne, wenn ich das. Ich stell jetzt mal hier in kurz hier in den Raum. Yes. Ist vollkommen egal. Du kannst ja ein Haus bauen gleich und dann, wenn du ein Haus gebaut hast. Wenn du ein Haus gebaut hast, dann baust du dir einfach dein Bett da rein. Solange kannst du das da stehen lassen. Los, zack, du brauchst Männchen, komm schneller. Ja, ja, ich bin doch auf dem Weg. Ich möchte aber nicht mehr mit dem Führer in einem Raum schlafen. Und so einen separaten Raum für ihn machen. Dann noch so eine Gasleitung, die da reingeht. Das ist auch eine gute Idee, da habe ich einen Plan für. Jim, du hast mich voll auf die Idee gebracht. Alter. Wir haben doch dieses Giftzeug da. Da machen wir so einen Rahmen, wo wir damit irgendwie oder so und dann einfach reinfließen, das so Fallraum oder so. Das wäre doch auch cool. Ja, das wäre echt cool. Ja, sowas bauen wir. Bin ich stark dafür. Also ich bin auch dafür, dass wir das erste, was wir, die erste Lava werden wir für Glas benutzen, oder? Ja, doch. Ja, von mir aus, aber ich muss erstmal Wetter haben oder so. Ich mach mir irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Steine haben wir da. Okay, dann mache ich mir noch 2 Schwerter. Bone. So, jetzt packe ich erstmal meinen ganzen Krempel weg. Krempel da rein. Ach, jetzt habe ich da Eisen reingetan. Weißt du, ich will Sand reintun, um Glas zu machen und tu Eisen rein. Ich bin auch ein Held. Ja. Aber nee, ah, nee. Da gibt's ein Problem. Wir können noch gar kein Dingens machen. Was denn hier? Wir brauchen erst noch mehr Sand und so. Das sind Beeren. Das sind Beerensträucher. Das sind Beeren. Ah, ja. Ort. Das gibt es hier. Ey, da ist aber die Tür offen. muss man noch was anderes bauen. Ja, ich musste unsere Schmelze noch ein bisschen erweitern und so. Ja, ich brauche noch eine Druckplatte.
Hallo? Ja. Yep. So. Macht euch so, 42. So, jetzt gehe ich nochmal gucken, mal sehen, ob ich mich jetzt da durchschlagen kann. So, ach ja, was auch noch praktisch ist, an den T-Construct-Werkzeugen, Martin, ist, wenn du mit Rechtsklick kannst du das platzieren, was du, ich glaube, rechts daneben hast, in der Leiste. Okay. Also wenn du mit einer Fackel durch die Gegend läufst und rechts neben der Fackel, ach, mit einer Spitzhacke durch die Gegend läufst und rechts daneben Fackeln hast, dann kannst du bequem mit einem Rechtsklick die Fackeln setzen. Okay. Funktioniert auch mit Blöcken und so. Ist ziemlich praktisch, wie ich finde. Und allerdings. Ah, wieso ist denn meine CPU-Auslastung so hoch? Weil Minecraft sehr viele Mods hat, jetzt damit. Nö, ne? Ich mach mal Minecraft. Oh, nö. Was denn jetzt schon wieder? Unten ist, unter uns hier, da wo ich bin, da ist eine Cave. Oh. Also, Also ich bin gerade mal bei so 37, 38, 39 Prozent CPU-Auslastung. Oh, sorry. Nicht schlimm, nichts passiert. Nicht. Soll ich mal gucken? Ja, ich habe noch zig andere Millionen Sachen auf nebenbei. Ich hab 32 Prozent. Ja, ich stream nebenbei noch, ja? Ja, ist doch ja nix. Alter. Boah, sorry. Eine Million 109.000 nimmt die aber hier an. Bytes oder was? Hm? Bytes. Speicher oder wie? Hier steht bloß 1.105.796. Ja, 1,4 Gigahertz geht doch noch. Ja. Ich glaube, Java, Minecraft war schon immer. Ja, Minecraft war noch nie so das wirklich super optimierte. Ich glaube, Minecraft selbst, die meisten Mods sind besser programmiert wie Minecraft. Hätten sie nicht noch Dämonenkampf machen müssen? Hast du eine Mine gebaut? Wir sind in eine Höhle reingestiegen. Einfach. Ihr sucht eine Höhle. Ja. Wir haben keine gesucht, wir haben eine gefunden. Da bin ich gerade drin. Ich auch. Und danach Lava. Du musst einfach so nach. Ah. So Westen, nee, Osten. Einfach so an der Grenze zwischen Schnee und dem grünen Wald halt lang. Dann kommst du automatisch an den Höhlen vorbei. Beziehungsweise mittlerweile gibt es in Minecraft so viele Höhlen, es ist schwer überhaupt einen Fleck zu finden, wo keine ist. Stimmt's? Ich kann ja auch meine eigene Höhle bauen, oder? Ja, klar. Direkt in mein Haus rein. Oh Gott! Was hast du denn schon wieder angestellt? Ich bin gleich wieder am Sterben. Kannst du auch was anderes außer sterben? Ich haben, das nervt. Ui. Obwohl sie es ja schon hinbekommen haben, dass reflektiert Schaden nicht durchgehen lässt, sondern nur ab und zu. Das ist sau nervig. Ich hab was Cooles gefunden, Neil. Was hast du denn gefunden? Mit einem Bucket mit, also
Eimer mit Force. Okay, das ist praktisch. Damit können wir eine Force Engine antreiben. Und wenn wir in diese Force Engine dann noch Milch reintun, dann produziert sie 10 Millijoule. Habe ich gerade gefunden hier in der. Ja, also flüssiges Force ist ganz einfach zu. Du musst nur so eine Force Engine haben und dann steckst du da Force Kristalle rein und fertig. Hast du flüssiges Force. Ja, davon habe ich auch schon ein paar gefunden. Ja, die sind echt praktisch. Die sind gut, die Maschinen. Wenn du die mit Milch noch zusätzlich reinpumpst. Eine 60er Waffe mit nicht mal 200 DPS, das ist so unsinnig. Ja, das Rollsystem bei den Waffen von Diablo, das ist echt für den Arsch. Ich meine, gut, natürlich, auch eine 60er Waffe kann mal richtig schlecht sein, aber dass da selbst auf den 60er Waffen die Werte von der Level 1 Waffe drauf sein können. Ja. Das ist ein bisschen übertrieben. Für jedes Level ein Item gibt, was gesockelt heißt. Also ein Ring mit einem Sockel und dann halt für jedes Level. Ja. Oh. Über 5 Millionen Spiders. Ja, das sind doch deine Lieblingsmonster. Ich hab eine Lava gefunden. Es war kein Lavasee, aber. Ja, wir brauchen Lava, das ist wichtig halt. Ich hab jetzt. Ach, da ist er. Oh, du wusstest, dass man im Nether auf dem Bedrock oben sein kann? Mehr. Das ist ein Vanilla Minecraft. Bestimmt. Mit Enderperlen kann man sich da drauf werfen und dann kann man da oben theoretisch eine Goldfarm bauen. Ach, Enderperlen. Enderperlen ist der größte Cheater schlechthin. Irgendwie schon. Jetzt ist mein Minecraft, glaube ich, abgeschmiert. Ich hab nochmal was gefunden. Nui, mein Minecraft schmiert ab. Ach, Mann. Warum? So, wer ist denn der Schuldige? Ja, ja. Aber Enderperlen sind sowieso. Die brauche ich zum Craften und nicht für nichts anderes. Nutze gerne. Aber ich habe auch keinen Jetpack wie hier. Richtig. Wir haben nicht nur ein Jetpack, ja? Ja, wir haben viele. Richtig. Wo hat mir das Wasser, ne? Irgendwie in der Nähe irgendwas zum Wasser holen? Ich hab noch kein Wasser gesehen. Aha! Ich hab's aber geholt, es ist da irgendwo in der Nähe ist Wasser, ja. Dann ist gar ja gut. Gar nicht mal so weit eigentlich. Nur einen Eimer her. Och ja, Minecraft braucht immer so lange zum Starten. 20.000 Mods hat auf jeden Fall. Ja, das ist voll schlimm, ey. Ja, echt, ey. Eine halbe Stunde oder so. Also lange dann wieder auch nicht. Ja, aber es kommt dir so vor. Ja, allerdings. So. So, was war ich denn gerade am Craften? Bei Casting, das sind.
So. Oh, jetzt hat er ihn falsch platziert. So. So, und was machst du gerade, Martin? Immer noch in der Höhle. Okay. Aber ich hab gesagt, ich habe ja eine Eimer Lava, habe ich ja schon. Mehr kann ich ja nicht mitnehmen. Oh. Trotzdem habe ich hier noch so ein paar Sachen, die ich mitnehmen werde. Wir müssen ja erstmal eine andere Spacke dann auf jeden Fall machen, aber... Eine Eisenspitzhacke meinst du? Ich habe jetzt zwar eine normale, aber trotzdem ja, wäre das, glaube ich, mal sinnvoll. Eine richtige Eisenspitzhacke von T-Construct ist schon was Feines. Was ist besonders? Die hält besser, ist glaube ich schneller und die geht nicht kaputt. Die kannst du reparieren danach. Okay, gar nicht. Energie auffüllen oder was? Hm? Nee, einfach mit ganz normal reparieren. Also dem Material, wo sie kaputt ist, kannst du sie auch wieder reparieren aus dem Material. Also tust neuen Eisen. Du musst keine Level bezahlen, oder? Hä? Nee, du musst keine Level dafür bezahlen. Die noch verzaubern? Nee, oder? Du kannst die Verzauberungseffekte draufkriegen, allerdings musst du dafür andere Ressourcen benutzen. Hä? Okay. Also zum Beispiel, um Glück 3 zu kriegen, musst du 450 Lapis Lazuli haben. Boah. Alter. Ja, aber so wird das Zeug wenigstens mal weg. Benötigt. Und dann gibt's noch Redstone, gibt's schneller, Diamanten kannst du drauf tun, also ein Diamant. Für höheres Mining-Level und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Es gibt noch was, damit es sich selbstständig repariert, langsam, wenn du im Licht stehst und also Schnickschnack. Oder man baut sich einfach eine Mining-Drill und dann ist das völlig burscht. Ja, die ist langweilig. Aber du kannst auch die T-Construct-Werkzeuge auch mit Strom ausstatten. Ja? Das geht. Okay, das ist cool. Was ist denn hier für ein komisches Gebilde? Das hat hier Haruka gebaut. Ja, wie er ja, im Spiel heißt. Allround. Du meinst doch, den Führer? Nein. Achso, hier, warte mal. Ich seh nix. Da. Aru, komm mal schlafen. Ja, also, nee. Schlafen? Jo. Ja. So, schon Tag ist. Was ist, wenn er gar nicht müde ist? Da hat er Pech gehabt. Geht er trotzdem ins Bett. So, ganz einfach. Ich kann nicht, hier ist irgendwo ein Monster. Oh. Der lockt dich aus. Genau. Ich will aber nicht. Ja, dann Creeper oder ein Zombie. Ich sehe ihn schon auf der Karte. Weil das Geile ist, weißt du was cool ist? Auf der Minimap wird er auch als Adolf Hitler angezeigt. Nein, wird er nicht, wird er nicht. Doch, wird er. Nein, wird er nicht. Hier ist kein Monster. Denn es ist unterirdisch. Einmal mit Profis Oh, dann logge ich mich da raus. Kannst wieder rein. Kannst wieder reinkommen. Oh. Zehnmal schneller gewesen. Also, wir machen wir jetzt erst die erste Spitzhacke, hast du gesagt. So, dann muss ich vorher noch ein bisschen Dingens holen. Was ist das hier eigentlich, Nils? Was? Das hier. Was? Was ist da? Das ist unbekannt bei mir. Okay.
Okay, das ist seltsam. Das sind Rubine, glaube ich. Nee, oder Emeralds oder sowas, oder Saphire oder so. Okay, aber die werden mir halt immer als Umkehrung angezeigt. Okay, keine Ahnung. So. Also du willst eine Spitzhacke haben. Ja, wäre nicht schlecht. Okay, warte, so. Oh, was zu essen. Brauchen wir das hier, dann brauchen wir... Ah, Maus. Spiel nicht verrückt. So. Eine Maus läuft einwandfrei, ja? Meine will mich gerade verarschen. Meine ist super geil, meine Maus. So, dann brauchen wir das hier noch. Meine Maus ist nur etwas OP. So, Aluminiumerz, Kupfer. Yay, Paragonstufe 5. Also ich muss jetzt erstmal was zu essen haben hier, eine ganze Menge. So. Hast du nichts angepflanzt? Doch, aber es dauert. Es dauert, es wächst und gedeiht, aber es dauert. So, hier Martin, kommst du Kugeln? Ja, ich komm, warte. Oh, was zu spachteln. Da. So, und jetzt legen wir hier das Teil rein. Ey, oh, was ist da drin? So, jetzt müssen wir warten, bis hier da die Sachen geschmolzen sind und dann können wir das da reingießen. Dann haben wir die Form. Okay. Aber die Sachen braucht man alle dafür. Ja. Okay. Für alles. Das müssen auch Erze sein. Nein, das können auch Barren sein. Das ist, okay. Also, wenn wir das dann nachher verdünnen können, dann ist das ja besser. Ja, ich glaube, es kann sein, dass das Erz doppelt zählt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, das weiß ich auch nicht. Sag mal, für den Ofen brauche ich Stein, gell? Ja. Ja. Kabel, also den, wenn du den abbaust, halt. Cobblestone. Sieht aber auf jeden Fall lustig aus da drinnen. Ja, das gefällt mir. Das sieht so flüssig. Guck da, Aluminium. Ja, ich seh's schon. Cool aus. Das ist richtig cool gemacht. Das kannst du auch einen Tank füllen und so. Ja, das weiß ich. Das habe ich schon gesehen. Aber wir müssen die ganze Gegend hier nachher noch abholen. Hab ich gerade versucht, den Leder zu essen. Nee, das wird schlecht. Ein Zeh-Ledersohle ist doch immer was Feines. Ja, so ein Erz gilt wohl als 2, weil wenn du reinguckst, Molten Aluminium, Ingots 6. Und es waren aber nur 3, also verdoppelt die das wohl. Ja, dann ist ja gut. Naja, nicht, das ist halt, weißt du, das, was ich meine? Ja, das ist halt der Weg von T-Construct, wie er es macht. Guck, jetzt ist hier raus Aluminium Brass geworden. Jetzt klickst du hier, klick mal rechtsklick hier auf den Hahn hier. Nur einmal, wohlgemerkt. So. Hab ich gerade. So. Jetzt haben wir die erste. Jetzt tun wir hier diese Stonebinding drauf. Das ist cool, das gefällt mir. Oh. Aber das ist cool. Und so ist das, diesen Fortschritt musst du halt machen. Für immer wenn du irgendwas aus Eisen willst oder so, musst du das jetzt machen halt. Hallo Spinne, hüpf mal rein. Du kannst ja auch, wenn du hier einen normalen Barren reinlegst, dann kannst du auch eine Barrenform machen. Okay. Und was macht das für einen Sinn, eine Barrenform? Dann kannst du aus dem flüssigen Barren machen, weil wir haben hier zum Beispiel keinen Tank. Okay, alles klar, das ist cool. Okay, also die Form hat's jetzt, war jetzt sowieso das Ende, aber so. Ja, das war's ja jetzt. So. Was MC Sub-Zero? Du solltest was essen. So. Was hast du eigentlich da für eine Mütze auf? Drück mal auf V. Luigi. Wo so viel Eisen brauchen wir gar nicht, oder? Egal. Ja, so wird das schon passen. Nee, ich will ja noch ein bisschen von der Lava noch haben, um gleich Glas zu machen. Ach so. Das Teil kannst du halt hoch noch höher bauen halt. Ja. Du kannst auch noch mehr von diesen Ausgüssen machen. Den Lavatank kannst du auch vergrößern, soweit ich weiß, meine ich. Okay. Ey, musst du liegen lassen. Böses.
Das hier sind halt Blöcke. Wenn du, also wenn du 9 Ingots hast, dann kannst du hier so einen Block gießen direkt. Okay. Das. Ja, gesehen hatte ich schon mal. Das sah ganz cool aus alles. Aber da brauchst du ja, da brauchen wir ganz viel Lava für. Ja. Kann man ja das auch mit anderen Sachen betreiben? So? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ausprobieren. Aber Lava gibt's ja genug. Und selbst wenn nicht, wir können sie immer noch so besorgen. Ja, Mistcraft. Ja, eben. Mistcraft und selbst aus Cobblestone können wir doch welche generieren, notfalls. Ja. Also Lava sollte nicht das Problem sein. Oh cool, ja. Jetzt wird's rot. So. Zick. Ah, verdammt. War eigentlich nicht mein Plan. Wie viele Barren sind da drin? 5. Warte mal, ihr könnt mit Mistcraft Lava herstellen. Ja, wir können halt eine Welt. Wir können alles herstellen. Toll. Wir können halt eine Welt machen, wo Lava ist. So, okay. Also die nur aus Lava besteht, wohlgemerkt, ne? Außer die Plattform, die ihr da gespawnt habt. Richtig. Genau. Alles andere ist Lava. Könnt ihr ja generell dahin gehen und da euch aufbauen. Mit Wassereimer mitnehmen, dann alles aus Cobblestone bauen. Nee, das geht ja nicht. Das ist alles festes Lava. Dafür hast du nur Obsidian. Ach so. Nee, ja. Okay. Aber es ist immerhin bombensicher. So, ja. Ja, aus dem Rest mache ich jetzt erst nochmal Barren. Ich weiß nicht, wie sich Eisen und Sand verträgt, wenn man das einschmilzt. Weiß ich nicht. So. Und 20 hast du noch. Bus, WTF. Ja, das ist praktisch. Wenn du Shift-Click machst, dann kommt das auch direkt automatisch komplett voll. Ah, okay. Das sieht cool aus. Der Reinfall ist uncool. Scheiße. Aua. Ja, oh raus. Gott, was macht denn so viel Schaden? Ist in die Schmelze reingefallen. Wusste ich gar nicht, dass es das geht. Ja. War cool. Ja, müssen wir noch irgendwann nochmal später, wenn es mal größer ist, mal einen Deckel drauf machen. Hol mal die Kralle und mach mal die Bäume hier drumherum weg. Wollten ja, mag's mir egal. Ja, ich hab doch gesagt, wir müssen die Bäume hier, wir müssen hier noch roden. Oh, ich hoffe, das Pack hat die Connected Text da schon. Welches? Die verbundenen Texturen, weil wenn die nicht haben, so, dann ist das Glas zwar absolut klar, aber es hat die kompletten Ränder immer, weißt du? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dieser Version drin ist. Aber wir werden es bald sehen. Im Moment habe ich gar kein Texturen-Pack. Das ist doch voll hässlich. Viel zu wenig Pixel. Das reicht könnte nicht, knapp, ne? Werden. Ich habe keine Ahnung, ob das reicht. Scheiße! Wir brauchen mehr Lava. Einmal her. WTF, jetzt hat sich das gerade trotzdem weiter aufgeheizt. Ich verstehe es nicht. Okay. Lol, jetzt ist es doch zur Flüssigkeit geworden. Na gut, dann brauche ich halt doch nicht loslatschen. Ja doch, Topsen. Nee, jetzt seh ich nicht. Ja, jetzt kann, ja, wir müssen sowieso. Guck, cool. Da ist ganz, ganz viel Molten Glas drin. Ja. Dauert halt auch eine Zeit lang, bis das da drin ist. Bei Direwolf auf dem Server haben sie das extra, hat er sich das extra automatisiert. So. Mach hier mal Fenster der rein. Der Ofen heizt ja immer noch nach, also. Nee, der läuft mal. Achso, okay. Da freut man sich, yay, ein Legendary, und was ist das? Planierten Stab. Los, mach hier mal Fenster rein. Hab ich. Drück uns die Daumen, dass wir die Connected Textures schon haben. Oh ja. Ja. Ist das nicht cool? Das sieht cool aus.
Vor allem, wenn du dann so irgendwie, kannst du mit einer Wand bauen und das siehst du einfach nicht, dass da dein Glas ist. Ja, das war ja vorher auch mit den Touring Packs und so. Oder ja, aber das hat das halt von vornherein so. Ja. Und das kannst du auch wieder abbauen. Ah, das ist cool. Das einzige Problem ist, wir brauchen nur einmal anklicken. Ah, na egal. Ja, aber das hat da sich auch schon beschwert, also es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Ja, geändert. genau. Weil das ist auch scheiße. Da drinnen in dem Schmelzofen kann man alles flüssigen machen, ne? Ja, so ziemlich. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was nicht geht, aber so. Bin ich froh, dass ich mit Holz auch meinen Ofen anschmeiße. Tja, was habe ich denn jetzt an? Ja, ich habe gerade ein Steak gebraten. Wie viel ist denn noch drin? Ach ja.